Grüßen hier auf der Abschlussgala des 11. Fuldom Festivals hier im Jenaer Planetarium. Zeiss geht an Raphael Scharz. Ich freue mich erstmal vor allem darüber, dass das Publikum den Film so gut aufgenommen hat, dass die Geschichten, die Karl May uns gebracht hat, durch uns in ein neues Medium gebracht werden konnten. Und dass so viele Leute mir bei dem Film geholfen haben, das indianische Meisterstück, das ist ja etwas, was eigentlich schon lange im Schatz im Silbersee existiert und das über die neue Technik Fulldome, 3D und Realfilm zu verbinden, ist einfach eine super Möglichkeit geworden und der Janus Award ist natürlich der beste Abschluss dafür, den ich mir hätte vorstellen können. Für Innovative Production Technology geht an Joanna Saleta von der University of Silesia aus Polen. Der Gewinner heißt Elia Hüneburg. Ja klar, also ich habe 2 Jahre an dem Film gearbeitet. Zu Hause in meinem kleinen dunklen Kämmerchen. Ein halbes Jahr Research kommt on top. Und der Film ist die 5. Version, die noch mal mehrere Iterationen durchgemacht hat. Und beim Machen ist er natürlich gewachsen, so der Film. Das heißt, es gibt am Anfang noch ein paar Dinge. Aber ja, ich habe vor allen Dingen technisch eine wahnsinnige Reise gemacht für mich, weil ich habe den kompletten Workflow ja alleine durchexerziert. Das heißt, ich habe alle Modelle selbst gebaut, ich habe alle UV-Maps gemacht, ich habe die Animation gemacht, ich habe die Charaktere gemacht, ich habe das Drehbuch gemacht und eigentlich ist der ganze Film von mir, außer der Sound, obwohl ich da auch daneben saß und die armen beiden Sounddesigner getriezt habe und gesagt habe, hey, ich will das so und so haben und ja, und das haben sie gut hingekriegt und jetzt sitze ich hier und ja, freue mich total. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich bin total überrascht und hätte nicht damit gerechnet. Und ich fühle mich sehr geehrt. Es hat meistens Spaß gemacht. Es ist aber auch sehr anstrengend, diese Arbeit mit dem Festival. Aber man freut sich immer, wenn es vorbei ist. Und nach dem Festival ist vor dem Festival. Als Jury hat man natürlich die Qual der Wahl zwischen ganz vielen großartigen Filmen, die dieses Jahr eingereicht wurde. Wenn ihr selber ein Award gewinnen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr natürlich die Qualität des ganzen Films sehr hoch ansetzt. Das heißt, in den Visuals eine Top-Qualität habt, dann auch auf der Audioperspektive und meistens für uns war es dieses Jahr sehr wichtig in der Narration. Also die Geschichte, die Story. You have to tell a story. Das Ganze muss natürlich aber auch domtauglich sein. Das heißt, ihr müsst im Dom arbeiten, im Dom spielen. Nehmt den Raum, macht ihn unsichtbar und dann habt ihr einen perfekten Domfilm. Einer der wichtigsten Ziele beim Fulldome Festival ist es, Studenten, junge Talente dabei zu fördern, das Medium Fulldome zu erlernen und zu praktizieren. Ganz neu ab jetzt ist, dass wir nicht nur ablieferte Arbeiten prämieren, sondern dass wir ein Studentenstipendium ausloben
Der beste Vorschlag, das beste Pitching kriegt ein mit 750 Euro dotiertes Stipendium. Zwei davon werden wir ausloben. Die Application Guidelines werden auf der Website veröffentlicht und wir sind sehr gespannt, die Projekte zu sehen, zu hören, zu bewerten und vor allen Dingen die Filme dann als Premiere beim nächsten Fulda Festival 2018 hier zu sehen.